So, meine lieben Freunde der leichten Unterhaltung und die Lust haben, Dark Souls noch weiter zu spielen. Beziehungsweise mir weiter zuzugucken. Finale. Wir gehen jetzt den letzten Boss an und das ist ja Gwyn. Also geht es los. DLC haben wir ja jetzt gemacht. Ganz komplett abgehakt, weiß ich nicht. Aber wir haben es auf jeden Fall schon, sind schon angegangen. So, damit ihr jetzt zuschaut, ich gehe hier wirklich nicht ganz unvorbereitet rein, will ich euch schon mal sagen. Ich war schon bei dem Aschefürsten, als ich mir das hier angeguckt habe. Ich wusste aber auch nicht, dass gleich der Boss da kommt, da vorne. Nämlich nicht so weit, es sind wirklich nur so vier kleine Ritter, die im Weg stehen und dann kommt der Boss. Da war ich schon drin, dann habe ich ihn versucht einmal zu bekämpfen und es klappte überhaupt nicht. Was ja auch gut ist, sonst hätte ich euch das nicht zeigen können, wenn ich jetzt gewonnen hätte. Also von daher, der war sehr stark, also ich hatte ja wirklich keinen Stich bei dem, muss ich zugeben. So. So, das Coole hierbei ist, ist mir mal aufgefallen. Ah ja, genau. Die lassen dann dauernd irgendwie coole Sachen fallen. Also, ich glaube, jeder einzelne Ritter hat was Cooles fallen gelassen. Ob er es jetzt auch wieder macht, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Es macht auf jeden Fall, ich hätte ja nochmal, mir fällt gerade ein, wie brauche ich denn, um nochmal aufzusteigen? 62.000 Seelen und ich habe, nee, warte mal, wie viel brauche ich dafür? Seelen habe ich so viel und wie viel brauchen wir, um aufzusteigen? Jetzt weiß ich gar nicht, na egal, geht, ist ja auch nicht so schlimm, wenn es jetzt um eine Erhöhungsstufe, wäre wohl auch nicht so reinklotzen. Oh, da habe ich nicht aufgepasst. Es klappt wunderbar mit den Umzingeln. Bei denen. Ja. Zack. Heilen uns mal ganz kurz. Und sammeln das ein. Und schwarzes Ritterschild und roter Brocken. Immerhin. Oh, muss hier links sein. Ja. Es ist gar nicht so ein langer Weg. Aber ich weiß auch nicht, ob es noch hier ein Leuchtfeuer in der Nähe gibt. Weil jetzt, wo ich gerade nochmal wieder dahin laufe, merke ich doch schon, dass man doch ein bisschen weit laufen muss. Und man muss ja jedes Mal diese vier Ritter besiegen, bevor man zum Fürsten kommt, den man da besiegen soll. Beziehungsweise diesen Gwyn. Ja, das ist schon schade. Gut, aber wie man sieht, ist hier schon ordentlich was kaputt gegangen. Beziehungsweise verbrannt. Ja, den Ritter da drüben habt ihr wahrscheinlich gerade eben schon gesehen. Der ist nämlich auch nicht ganz ohne, weil wir uns nämlich hier kämpfen müssen auf so einem schmalen Grat. So. Okay. Die hat er aber nicht mehr. So. Ich muss mal Angst runterzufallen, also zu Recht wahrscheinlich auch. Gut. Weil wenn man hier runterfällt, ist man natürlich sofort ups. Gibt es kein Zurück. So, ja, dieses Video kann wirklich lang werden, denn dieser Fürst ist wirklich nicht so leicht zu bekämpfen. Fand ich zumindest. Es kann also sein, dass ich etliche Anläufe brauche. Wenn es jetzt über 20 werden, werde ich wahrscheinlich zurechtschneiden. Dass ihr vielleicht 5, 6 Tode seht und dann nicht mehr. Aber vielleicht schaffen wir es ja auch beim dritten oder vierten Angang. Mal schauen. So, da ist noch einer. Weißer Brocken. Also man kriegt von jeder Farbe etwas hier. Dann ist noch einer. Der ist ein bisschen nerviger, denn er hat so eine lange Lanze. Das ist eine Hellbarde, glaube ich. Sehr, sehr zum Kotzen. So, ihr seid bestimmt auch schon. Was war das? Schwarze Ritter, was? Hab ich denn da bekommen? Schwarzer Ritterschild. Hatten wir schon? Das war doch eigentlich eine andere Waffe da, ne? Schwarz.
schwarz. Schwarze Ritterhellbarde. Okay, wir müssen uns das mal angucken. Die haut ja natürlich auch ordentlich Schaden raus. Wenn wir vielleicht eine zweite Waffe benutzen, machen wir das glatt mal. Weil mit dem Bogen kann ich drinnen eh nichts anfangen. Also, zumindest wollte ich nicht, mir nicht vorstellen, da irgendwas mit anzufangen. So, schwarze Ritterhellbarde. Ganz cool. Naja. Andere macht natürlich immer noch ein bisschen mehr Schaden. Aber, achso, wir wollen hier rein. Ich bin sehr langsam mit der Waffe. Bin ich, na, wo ist die gleiche Rolle, ne? Na gut, also wir gehen jetzt mal rein. Ich sag euch gleich, der stürmt auf uns zu und haut drauf wie sonst was. Und ich habe auch noch nicht rausgefunden, wie man mit ihm da was machen kann. Deswegen, wir gehen mal rein und schauen uns das mal an. So, da seht ihr, ist er schon. Ja, da will ich schon gleich ansitzen. Nein! Warum heilst du denn? Oh, ich weiß, warum ich heil. Weil ich vergessen habe, mein Schild hochzunehmen. So, hier sind ein paar Felsen, da kann man sich so ein bisschen schützen. Das war das Einzige, was ich ein bisschen hinbekommen habe. Und wie ihr seht, haut er mir die Ausdauer einfach sowas von weg. Und mit heilen ist hier auch nicht viel irgendwie. Haut schon ganz gut zu. Man sieht mich auch gleich tot. Das war's schon. Das war's schon. Das Blöde ist, dass man da echt wieder hineiern muss, wie sonst was. Und das ist wirklich irritierend. So, Retrieb. Oh. Ja, müssen wir den immer angehen nochmal hier. Na? Okay. Jetzt hat er mich echt durch erwischt. Mein Spacko. So. Oh nein. Oh. Man muss echt ein bisschen aufpassen. Der ist auch flink, da muss man ja sagen. Mann, ey. Denn immer wenn man kommt, irgendwie keine. Man hat irgendwie auch. Man hat auch wirklich keine ruhige Phase hier, wo man wirklich mal so ein bisschen überlegen kann, was man jetzt als nächstes machen will. Ja, guck mal da, das gibt's gar nicht, der springt da darüber. Doch gar nicht. Ja, das war's wohl. So ein Spacko, ey. Das gibt's doch gar nicht. Oh. Nein! Ja, das war's. Oh nein. Oh, es gibt's auch gar nicht. So, wir probieren jetzt unsere Chose nochmal hier. Oh. Oh. Ich hänge am Baum fest. Ja.
Okay. Ah, dieser blöde Typ, ey, der nervt mich total. Hab ich schon erzählt? Blocken kann man den wahrscheinlich nicht, ne? Shit, hätte ich mal probieren sollen. Och man, immer wenn man trinkt, das ist jedes Mal so, der ist so schnell. Gibt's doch gar nicht. So. Nein! Mann! Er geht mir so auf den Sack. Er geht mir so auf den Sack, der Typ. Wirklich der beschissenste Gegner hier im ganzen Spiel, finde ich. Getroffen, aber das wollte ich gar nicht so. Ah. Passe ihn. Nein! Ach Mann. Warum ist er so kacke? Oh, warum ist er so kacke? Ist immer so kacke. Oh, ich renne auch immer wieder hin zu ihm. Oh, der ist echt hetzend. Hast du den? Na gut, diese Block, diese. Muss mal rangehen ein bisschen. Oh, komm schon. Oh oh. Und hier hinter wieder? Ah, gut. Nein! Ach Mann! Ich hab doch gesehen, dass er greifen wollte, der Arsch. Der geht mir so auf den Sack. Der geht mir echt auf den Sack. Und das ist wirklich ein fieser, blöder, dummer Gegner. Mann, ey. Du Arsch. Mann, Mann, Mann. Ich finde total nett. Oh, nein. Ist doch nicht sein Ernst. Oh. Nein. Komm nicht weg. Ach, es ist doch zum Kotzen, ey. So ein Schwanzlutscher, echt. Der macht keinen Spaß. So, wir rennen da jetzt nochmal rein. Und ich habe mich ein bisschen verstärkt mal. Hab mal eine andere Waffe genommen. Und gucken wir mal, das ist eine Kristallbade, die hält natürlich nicht lange an. Ich habe den Ring benutzt, jetzt gegen Feuer oder als Verteidigung gegen Feuer. Mal sehen. Mal bei dem einen hier testen.
ja ganz gut. Dann mal kurz heilen. Nein. Nochmal heilen, klar. Weil ich ja ein Trottel bin und ich gerne zweimal heil. So. Ja, sonst laufe ich an den Gegnern vorbei. Ich muss kurz gucken, meine. Bin ich hiermit schneller dran, ne? Na, gucken wir mal. Oh. Na komm. Okay. Ganz nice. Und noch. Den Brocken nehmen wir mit. Und rein. So, versuchen wir ihn nochmal. Er geht mir auch echt auf den Sack, muss ich zugeben. Oh nein, ach Mann, ich bin auch weg von ihm. So ein Arsch, ey, ganz im Ernst. Ja. Das ist natürlich dumm zu trinken gerade. Nein, ach Mann, ich lauf auch nicht weg. Ich lerne auch nicht daraus. Ich lerne auch nicht daraus, echt nicht. Nein! Ach Mann. Es ist echt nervig. Das ist doch nicht sein Ernst. Der haut dann auch nur noch drauf, ne? Bin doch weggehüpft, ey, ganz im Ernst. Oh. Ach, ich tanze nur hier um den Kreis. Ganze. Oh. Ich
wusste, dass er um die Ecke kommt. Die blöde Drecksau. Mann, Mann. Ein fieser Kampf von mir und auch echt dumm, aber mit der langen Waffe ging es einfach besser. So, Seele bekommen. Ihr habt gesiegt. Ta-ta-ta-ta. Das war's, würde ich sagen. Hier gibt es ein Leuchtfeuer. Haben wir irgendwas hier noch liegen gehabt? Ich glaube nicht. Ich glaube, es war immer nur 2000 Seelen oder so. Wenn es hochkommt. So. Ja, viel mehr ist er ja auch nicht. Nutzen wir mal das Leuchtfeuer. Oh, eine Zwischensequenz. Okay. Wow, was für ein episches Ende. Eigentlich schade, dass da nicht mehr draus gemacht wird am Ende zum Beispiel. Ja, aber das Spiel an sich ist echt cool, kann ich nicht anders sagen. Also ich habe es wirklich von Anfang an bis zum Ende fast gemocht, habe es verflucht tausendmal, aber es irgendwie muss man immer wieder rangehen. Man muss immer wieder rangehen und es nochmal probieren. Komischerweise. Aber ich muss sagen, es hat wirklich Spaß gemacht. Bin froh, dass es jetzt zu Ende ist auch ein bisschen. Hoffe allerdings auch, dass sie den zweiten Teil natürlich auch mal rausbringen für die Switch. Muss nicht mal ein Remaster sein. Ich glaube, ich würde mich auch mit der alten Version anfreunden können. Warum nicht? So viel Remaster sieht die hier ja auch nicht aus. Also von daher, ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja mal einen Kommentar da lassen. Und dann könnten wir einfach nochmal irgendwann weiterspielen. Beziehungsweise ein anderes Spiel angehen. Aber jetzt geht's auf meinem Kanal erstmal wieder mit anderen Sachen weiter. Da dann. Oh ne, das Ganze von vorne los. Ach Quatsch, mit meinen ganzen Waffen und alles, was ich hab? Okay. Na gut, wir gehen ja mal hier rein. Ist das echt so? Man kann dann einfach normal spielen? Ist auch ein bisschen abgefahren. Echt, das geht? Ist das nicht ein bisschen öde? Also wir können ja gerne mal kurz den Anfang durchspielen hier und sehen, wo wir hinkommen. Wahrscheinlich ist die Schwierigkeitsstufe jetzt ein bisschen höher, kann das sein? Ja, der ist schon tot, ne? Ja. Der ist auf jeden Fall tot. Das ist doch abgespannt, dass wir das alles normal machen können jetzt. Mhm.
Das wird doch nicht nochmal so viel Spaß machen, oder? Okay, man kann wirklich echt nur von vorne spielen, komplett. Schauen wir mal. Feuer. Kennen wir jetzt ja alle schon. Okay, hier können wir natürlich keine coolen Sachen. So. Mhm. So. Okay, machen wir das gleiche wahrscheinlich, ne? Schade, schade. Na gut, aber nochmal wollen wir es nicht spielen eigentlich. Okay, die machen doch ein bisschen mehr Schaden hier wahrscheinlich. Ne, nochmal spielen wir es nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir was Neues spielen. Bis dahin. Tschüss.